Kein Internet, kein Telefon und kein Kabelanschluss. Damit droht die Wohnungsgesellschaft Herrenhausen, Sören und weiteren 1000 Mietern, wenn sie nicht die Leitungen der Genossenschaft nutzen. Dabei steht Mietern nach einem neuen Gesetz eine freie Anbieterwahl zu. Das ist ganz klare Erpressung. Also so wird auch der ganze Schriftverkehr, den kann man genauso deuten. Das ist natürlich durch die Blume gesprochen und nie klar gesagt, aber es ist eine ziemlich eindeutige Erpressung. Ende Januar halten die Mieter ein Schreiben der WGH. Sollten sie tatsächlich keine unserer Leitungen nutzen wollen, sind sie nicht verpflichtet, das Entgelt für die Leistungsnutzung zu zahlen. In diesem Fall würden wir sämtliche Leitungen zu ihrer Wohnung demontieren und außer Betrieb nehmen. Mieter Lukas fühlt sich von der Genossenschaft unter Druck gesetzt. War ja da auch nochmal verwundert, wie sie sich das vorstellen, wenn dann die Kabel durchgeschnitten werden oder wie auch immer. Und ja, das ist schon eine blöde Situation. Auf Anfrage teilt uns die WGH schriftlich mit: Unsere Mieter haben die freie Wahl. Sie können unser Hausnetz für das bestehende Entgelt von 1,50 Euro weiter nutzen oder auch nicht. Dann muss auch kein Entgelt gezahlt werden. Internet haben die Mieter dann jedoch nicht mehr. Der Mieterbund rät den Betroffenen, deshalb keine Verträge zu unterschreiben. Jedenfalls ist die Zusammenstellung dieser Ankündigung sehr verwirrend. Sie ist verbraucherfeindlich, sie ist irreführend und offenbar mit dem Ziel gemacht, dass Mieterinnen und Mieter unter dem Druck dieses Schreibens die Unterschrift leisten sollen. Sören will sich nun beim Mieterbund beraten lassen und überlegt, die WGH zu verklagen. Für mich absolut fragwürdig. Also wenn man da sagt, entweder du zahlst oder du bist digital in die Steinzeit zurückgeschossen, das finde ich, ist in der heutigen Zeit keine wirkliche Art, keine Auswahlmöglichkeit, die da geboten wird. Und das ist ziemlich übel, also die Art und Weise. Zahlen wird Sören das Entgelt trotzdem erstmal, da er als Informatiker zwingend auf das Internet angewiesen ist.